wer hier wohl wohnt. Rivelio. Rivelio. Das sollte ich untersuchen. Rivelio. Rivelio. Rivelio.
Revelio. Ach hier. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, Revelio, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Revelio. Revelio. Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Akio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Ein Akio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio. Übertrifft das mal. Akio. Das war ja unglaublich. Akio.
Es gibt Schlimmeres. Aus dem Handgelenk. Akio. Habe ich etwa gewonnen? Oh ja. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Noch eine Runde? Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Akio. Ein Kinderspiel. Akio. Das war ja unglaublich. Akio. Übertrifft das mal. Akio. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Akio. Aus dem Handgelenk. Ah, Glückstreffer. Gut, du hast mich besiegt. Du hattest nur Glück. Das war kein Glück. Ich bin einfach besser. Also schön, du hast recht. Du bist besser als ich. Ich sage den anderen, dass du weiterspielen kannst. Den anderen? Ich habe 7 Mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Kopf hoch, Leander. Üb weiter, dann wirst du auch besser. Du hast wohl recht. Ich werde den anderen sagen, dass du die Probe bestanden hast. Rebellion. Gut, dass wir endlich erfahren haben, warum dieses Porträt leer war. Revelio.
Rivelium. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Du bist es. Danke nochmal, dass du meine Koboldsteine gefunden hast. Ich hätte es selbst nie geschafft. Rivelium. Rivelium. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Sie wollten mich sehen, Sir? Ja, gestatten Sie mir, mich vorzustellen. So wenige Schüler kennen mich heutzutage. Eldridge Diggory, ehemaliger Zaubereiminister und Gründer des Auroren-Rekrutierungsprogramms. Ich glaube, Sie können helfen, einen jahrzehntealten Mord aufzuklären, dank des Buches und vor allem der fehlenden Seiten. Woher wissen Sie von dem Buch und den Seiten? Wir Porträts hören mehr, als man denkt, und die meisten von uns können ein Geheimnis bewahren. Und was sagen Sie? Sicher wäre ein Hufflepuff wie Sie geneigt, für längst überfällige Gerechtigkeit zu sorgen. Das könnte genau mein Ding sein. Auch Hufflepuffs lüften gerne mal ein Geheimnis. Schön, dass Sie sich der Herausforderung stellen. Ich glaube, dass auch Sie davon profitieren werden. Meine Großnichte Helen Thistlewood kennt die Details. Sie ist im Ruhestand, war aber zu ihrer Zeit eine große Aurorin. Und der ungelöste Mord, von dem ich spreche, war ihr Fall. Ich besuche oft mein Porträt in ihrem Haus im nahegelegenen Upper Hawksfield. Soll ich ihr sagen, dass sie kommen? Wie sollen ein paar Buchseiten ihr helfen, einen alten Fall zu lösen? Ein Junge verschwand mit diesen Seiten, aber man fand nie die Leiche. Trotzdem wurde ein Mädchen für den Mord verurteilt. Diese Seiten scheinen sie zu entlasten. Meine Großnichte kann ihnen mehr darüber erzählen. Können Sie mir mehr über Ihre Großnichte erzählen? Die beste Aurorin, die es gibt. Jahrgangsbeste und später vorbildliche Dienerin des Ministeriums. Und ihr Funke ist auch im Ruhestand nicht erloschen. Sie und ich unterhalten uns oft über alte Fälle und unsere große Zeit. Nun, es ist auch mal schön, von den Schülern wegzukommen und mit jemandem zu sprechen, der mit meinem Erbe vertraut ist. Wann genau waren Sie Zaubereiminister? Vor über 100 Jahren.
1733 bis 1747. Ach, die Geschichten, die ich erzählen könnte. Ich hatte nicht die Gelegenheit, alles zu tun, was ich wollte. Ich war gerade dabei, Azkaban zu reformieren, als die Drachenpocken mein Leben verkürzten. Bis zum bitteren Ende habe ich Funken genießt. Ich werde umgehend zu ihr gehen. Fabelhaft. Ich denke, mit ihrer Neigung für harte Arbeit und Helens scharfem Verstand werden beide Rätsel schneller gelöst, als sie denken. Ich sehe sie dann dort. Bald, hoffe ich. Revelio. Super. Ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Revelio. 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 Incendio. Incendio. Revelio. Mm-hmm.
Revelio. Incendio. Revelio. 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 Revelio.
Revelio. Revelio. Incendio. Revelio. Levioso. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Revelio. Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Revelio. Revelio. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen anderweitig helfen kann.
Trevelio. Stiehlt einfach an. Letztens waren sie auch weg. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ist da jemand? Ach hier! Dein Blut klebt an Ranrocks Händen. Revelio. Revelio.
Revelio. Revelio. Revelio. Levioso. Revelio. Incendio. Revelio. Revelio. Das muss der Ort sein, den Minister Diggory meinte. Helen muss hier irgendwo wohnen. Ah, da sind Sie ja. Schön, dass Sie meinem Rat gefolgt sind. Yeah.
Madame Thistlewood? Ich habe Ihren Großonkel in seinem Porträt im Gemeinschaftsraum getroffen. Er schickt mich. Schön, dass Sie hier sind. Onkel Eldridge glaubt, dass das Buch und dessen fehlende Seiten für einen ungelösten Fall aus meiner Zeit als Aurorin relevant sein könnten. Also gut, ich bin ganz Ohr. Vor Jahrzehnten verschwand der Schüler Richard Jackdaw nach einem Treffen mit einer gewissen Anne. Seine Leiche wurde nie gefunden. Als sein kopfloser Geist in Hogsmeade auftauchte, ohne zu wissen, wie er gestorben war, wurde Anne des Mordes bezichtigt und nach Azkaban geschickt. Zum Großteil war das der Aussage von Apollonia Black geschuldet. Sie war wohl eifersüchtig auf Anne. Schrecklich. Aber ich wüsste nicht, wie ich helfen kann. Annes Alibi war etwas verworren. Sie sagte, Jackdaw habe ihr Abenteuer versprochen. Mit einer Karte auf ein paar Seiten, die er von Peeves gestohlen hatte. Sie denken, Peeves hat diese Seiten aus dem Buch gerissen, das ich in der verbotenen Abteilung fand? Wenn man meinem Großonkel glauben mag, ja. Zumindest ist das die Vermutung der Porträts in Hogwarts. Anne zufolge hat Jackdaw sie gebeten, mit ihm der Karte zu folgen. Aber zuerst sollte sie einige Rätsel lösen, die er ihr aufgab. Seltsame Art anzubandeln. Sie behauptet, sie habe nicht einmal sein erstes Rätsel gelöst und ihn folglich auch nicht getroffen. Jackdaws Geist verschwand fast so schnell, wie er aufgetaucht war. Ohne Jackdaws Rätsel, die Seiten oder seine sterblichen Überreste wurde Anne allein aufgrund von Apollonias Falschaussage nach Azkaban geschickt. Ich verstehe nicht. Wie kann ich helfen? Ich glaube, dass Anne das erste Rätsel inzwischen gelöst hat. Aber nach ihrer Zeit in Azkaban ist sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Sie spricht mit niemandem, dem sie nicht traut. Und sie traut niemandem. Wenn jemand wie sie mit ihrem Wissen um die Seiten mit Anne sprechen würde, könnte sie neue Informationen preisgeben. Azkaban wollte ich schon immer mal sehen. Ich bin dabei. Es scheint auf manche einen gewissen Reiz auszuüben. Aber es kann furchtbar verstörend sein. Meine frühere Tätigkeit als Aurorin hat seine Vorteile. Wir können direkt neben ihr apparieren. Ich habe Minister, Professoren und viele andere an diesen verfluchten Ort gebracht. Schüler noch nie. Aber ich passe gut auf sie auf. Können Sie mir mehr über Apollonia Black sagen? Ein elendes, rachsüchtiges Mädchen. Sie behauptete, dass Anne gedroht habe, den Jungen zu töten, der ihr Herz gebrochen hatte. Der Einfluss der Blacks auf gewisse Leute im Ministerium und die Tatsache, dass Anne muggelstämmig ist, besiegelten ihr Schicksal. Ich wüsste gerne mehr über Anne. Das arme Kind. Sie war nie sonderlich klug und dieser Mangel an Intellekt wurde ihr zum Verhängnis. Ich vermute, dass Jackdaw und Apollonia nur mit ihr gespielt haben. Wer hätte denn mit seinem Tod gerechnet? Azkaban hat ihr zugesetzt. Sie macht mir Vorwürfe, weil ich ihre Unschuld nicht bewiesen habe. Ich würde ihren Namen gern reinwaschen. Sie sagten, Jackdaws Geist sei kurz aufgetaucht und dann verschwunden. Wo könnte er hin sein? Ich weiß es nicht. Offenbar war er schon immer etwas rastlos, wollte ständig Abenteuer erleben. Wenn ich raten müsste, hatte er genug von Schottland und ist irgendwo am anderen Ende der Welt. Na schön. Dann los. Machen Sie sich bereit. Wir apparieren gemeinsam. Keine Sorge, mir ist noch niemand zersplintert. Bis bald und passen Sie auf an diesem furchtbaren Ort. Es dauert nur einen Moment. Das sollte sie erstmal fernhalten. Womöglich verspüren sie jedoch eine Welle der Verzweiflung. Sie wird vorübergehen. Vielen Dank für die Warnung.
Es ist ein wirklich trister Ort. Aber wir werden nicht lange bleiben. Folgen Sie mir. Die Dementoren können uns jetzt nichts tun. Trotzdem, Vorsicht! Ich hätte nie gedacht, dass ich Azkaban mal von innen sehe. Diese Dementoren? Nicht mal ich konnte das Ministerium dazu bringen, sie wegzuschicken. Solche Monster braucht es nicht. Vorsicht vor Anne. Sie ist schon viel länger hier als der Rest von uns. Verpassen. Du jagst mir keine Angst ein. In Hogwarts wären sie so wenig von dem, was man wissen soll. Über deiner Begleiterin hängt eine dunkle Wolke. Ich fühle. Kommt jemand, um mir Essen zu geben? Ist da wer? Das wird mir in der Schule niemand glauben. Denken Sie daran, dass Anne schon lange hier ist. Die Dementoren sind nicht nett. Haben Sie Geduld und sprechen Sie leise und respektvoll mit ihr. Sind Sie Anne? Wer ist da? Wer spricht mit mir? Der Tod, der mich endlich holen kommt? Ich bin ein Schüler aus Hogwarts. Ich habe das Buch gefunden, das Sie entlasten soll. Ah, das Buch, das Buch. Das ist es, was ich suche. Im ganzen Land kein Magier die Seiten fand. Der tückische Halunke in seine Höhle sich stahl. In Upper Hooksfield entschied sich mein Schicksal. Was wollen Sie sagen? Dass die fehlenden Seiten in einer Höhle sind? Bei Upper Hooksfield? Hogsfield, die Ruine ein Gewölbe enthielt. Ein Gewölbe in Ruinen bei Upper Hogsfield. Ich schätze, ich könnte nachsehen. Es ist wert den Versuch. Sieh nach, finde die Seiten aus deinem Buch. Helen, ich weiß, du bist hier. Komm etwas näher zu mir. Was ist denn? Sie sind verletzt. Gehen Sie. Die Höhle. Sie sind in Sicherheit. Sie haben, was Sie brauchen. Ich schaff's schon, sobald ich... Aber, Madame Thistlewood, ich... Na gut, ich finde Jack aus Höhle. Revelio. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Schade, dass Bardolf dachte, schwarze Magie sei. Verzeihung, haben Sie gerade Bardolf Bowman erwähnt? Ja, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothy Sprottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolf, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem, wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein.
warum sollte Bardolph sich mit den Erschwinderinnen einlassen? Oh, er geriet mit Renrocks Anhängern aneinander. Das hat ihn verändert. Er wollte sich nie wieder machtlos fühlen. Ich glaube, er hat die Erschwinderinnen aufgesucht, um ihre Geheimnisse zu erfahren. Victor Rockwood zumindest scheint immun gegen Renrocks Anhänger zu sein. Könnte Bardolph nicht einfach davongelaufen sein? Nein. Bardolph hat den Laden sein ganzes Leben lang mit Claire geführt. Er würde ihn für nichts aufgeben. Er hat geschworen, in 2 Wochen zurückzukommen. Mein Gefühl sagt mir, er wird festgehalten oder Schlimmeres. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolph wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn Sie mit ihr reden wollen. Sieht interessant aus. Rebellion. Incendium! Das muss der Ort sein, von dem Anne mir erzählt hat. Revelio! Leviosa! Revelio! Hier war ja ewig niemand mehr. Hast du das gemacht, Jackdaw? Akio! Nein, so geht's nicht. Akio! Kein Wunder, dass Andy diesen Hinweis gut gefunden hat. Hast du das gemacht, Jackdaw? Akio!
Nein, so geht's nicht. Revelio. Kein Wunder, dass Ben diesen Hinweis nie gefunden hat. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Die sahen auch schon mal besser aus. Revelio. Am Fluss vorbei, beim Wald. Hier muss ich richtig sein. Incendio. Accio. Incendio. Accio. Accio. Protego! Tierwesen sind jetzt sicher. Accio! Incendio!
Revelio. Leviose. Akio. Ins Handy. Revelio. Incendio. Protego. Accio. Incendio. Revelio. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht ein Schüler hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich musste mich vom Unterricht erholen. Man kann ja nicht immer im Schloss sitzen. Nein, natürlich nicht. Was für ein Gedanke. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für die Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Es war mir ein Vergnügen.